Hallo liebes Publikum, HBK hier und ihr seht eine neue Folge von Let's Play Pokémon Omega Rubin. In der letzten Folge sind wir hier zum Metaflurtunnel gekommen. Stelle ist verdächtig, vielleicht bewirkt ja eine Pokémon-Attacke hier etwas, die wir noch nicht haben. In der letzten Folge sind wir hier zum Tunnel gekommen. Ich habe eigentlich nicht viel gemacht, außer gegen die ganzen Trainer zu kämpfen und mir ein Flurmel zu fangen, was ich jetzt natürlich nicht dabei habe. Aber in dieser Folge werden wir jetzt etwas mehr schaffen, denn ich gehe jetzt da rein. Und Tina hat sich entwickelt, genau, in den Metaflurtunnel. Und hier gibt es nur Flurmel. Nice. HBK findet das Item Pokéball. Oh, guck mal, da oben ist ein kleines Krönchen. Glückwunsch, du hast alle Pokémon in diesem Gebiet gefangen. Naja, nicht ganz. Ich habe ein Exemplar von dem Pokémon, was es hier nur gibt, gefangen. Und da ist ein wildes Flurmel. Jacques. Guck mal, das ist ein höheres Level als das, was wir haben. Unseres ist Level 6, das hier ist schon Level 10. Und es setzt Widerhall ein. Aua, das tut weh. Jack, taktischer Rückzug. Ich glaube, das tut uns nicht ganz so gut. So, du wirst erstmal regeneriert, mein Freund. Mit einem leckeren Trank, bitteschön. Und dann tauschen wir dich mal um, denn... L braucht ganz viel Training, ganz dringend. Und du wirst auch regeneriert, bevor wir kämpfen. L hat einfach noch nicht so die krassen Attacken drauf. So, dann kann man hier durchlaufen, aber hier ist noch nicht allzu viel. Das kommt dann alles anscheinend erst später. Ein wildes Flurmel erscheint. Wusste ich gar nicht, dass das alles erst später kommt. Das heißt, ich muss wahrscheinlich wirklich erst die Arena fertig machen. Ich weiß gar nicht, ob ich das mit meinen jetzigen Pokémon schaffe. Gucken wir einfach mal. Ich dachte eigentlich, hier geht's schon weiter, aber... habe ich mich mal wieder geirrt. Oh Gott. Ich will L doch nur ein bisschen trainieren. Ein Volltreffer, sehr gut. Naja, eigentlich nicht sehr gut, weil das war nicht zu viel Schaden, muss ich ehrlich sagen. Das war echt nicht doll. Nichts gegen L oder so, aber ich glaube, Flummel hat einfach eine ziemlich krasse Verteidigung. Einen Verteidigungswert, so rum. Nee, Trank. Komm schon, L. Das schaffst du. Warum ist der Trank nur so ein leuchtender Punkt? Das ist doch sinnfrei. Autsch. Machst du mir echt so viel Schaden? Ach, verdammt. 7 Schaden ist nicht toll. Mit Widerhall machst du? 6. Okay, das geht ja noch. Also 7 und 6. Okay, gut. Da kann ich jetzt noch einen Attack auf jeden Fall hinkriegen. Und bevor du irgendwie eine Prio-Attacke hast, noch einen Ruckzuck-Hieb als Gnadenstoß. Und das war's mit dem Flurmel. Ich hoffe, es gibt jetzt wenigstens ordentlich Erfahrungspunkte. Das hat sich ja richtig gelohnt. Ich habe die ersten 4 Minuten dieses Let's Plays, dieser Folge, mal wieder super genutzt. Wow. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich so gar nicht vorankomme in diesem Let's Play. Muss ich mal ehrlich zugeben. Grrr, ich will jetzt endlich diesen Tunnel graben. Okay. Oh. Ein Eneko. Ko? Nee, Eneko, ne? Ja, ein Eneko. Cool. Also, ich glaube... Mann! Ich will mir immer so viel Zeug fangen. Verdammt. Ja, komm. Fangen wir uns das kleine chinesische Kätzchen. Hör, das ist rassistisch. Nur weil es ein bisschen... Schlitzaugen hat. Schlitzige Augen, meine ich. Schlitzaugen klingt böse. Aber es ist einfach mal so. Es hat die typischen Rocco-Augen. Sagen wir es so. Was jetzt nicht heißt, dass Rocco ein typischer Chine... Ach, egal. Ich habe mich jetzt sowieso schon irgendwie in eine Ecke gedrängt. Sprachmäßig. Von daher ist egal. 1, 2, 3 und drin. Klasse, Eneko wurde gefangen. Wer möchte denn ein kleines Eneko-Kätzchen sein? Hm,
Level 9. Erlernt Lockduft. Cool. Kätzchen, weiblich, 0,6 Meter, 11 Kilogramm schwer, gesehen einmal. Eneko ist fasziniert von Dingen, die sich bewegen und jagt ihnen hinterher. Dieses Pokémon jagt häufig seinen eigenen Schweif, sodass ihm schwindelig wird. Ja, und zwar Eneko, da ich nicht glaube, dass ich hier irgendwo wilde Evoli bekomme, benenne ich sie nach einer Zuschauerin, Patricia. Ich habe mir jetzt endlich den Namen gemerkt. Wenn es falsch geschrieben ist, tut's mir leid, aber ich meine, dein Nickname war was mit Patricia. Du schreibst auch immer fleißig unter die Minecraft-Folgen und alles und unter Pokémon Omega Rubin hast du auch schon kommentiert. Dieses Pokémon ist nur für dich. So wie die CD von Frank Sander nur für die Leute ist, dessen Namen er nennt. Obwohl es, glaube ich, immer derselbe Song war. Aber das ist ja egal, weil irgendwie muss man sein Crap ja loswerden. Hallo Trainer, willkommen im Pokémon Center. Heilen deine Pokémon und machen deine Pokémon wieder fit. Jupp, nimm sie mal kurz in Obhut. Vielen Dank, Schwester Joy. Hoffentlich kommst du bald wieder. Das ist immer noch ein fucking Krankenhaus. Du kleine Sadistin. So, wenn ihr jetzt in meinem Dings seht ihr jetzt schon, in meiner Box, dass ich das Shiny Tarnhell habe. So, die Frage ist, wen von euch beiden nehme ich jetzt mit? Ich muss eigentlich dich mitnehmen. Einfach weil. Du bist eine treue Zuschauerin und alles. Tut mir leid. Tut mir auch leid, Ben. Ja, nehme ich das Eneko mit. Vielleicht eine sehr ulkige Wahl erstmal. Aber ich werde es wahrscheinlich, so böse es klingt, auch dann nicht dauerhaft dabei haben. Nee, speichern wollte ich jetzt nicht. Einfach nur aus dem Grunde, weil ich eigentlich schon ungefähr ein Team im Kopf hatte und ich glaube, da gehört ein Eneko nicht unbedingt dazu. Aber ich werde dich trotzdem erstmal dabei haben. Pokebälle brauche ich eigentlich nicht, aber Tränke brauche ich auf jeden Fall. So, haben wir jetzt 8, haben wir 10. Sollte passen. Danke. Gibst du mir was? Hallo Trainer, hast du kurz Zeit? Falls du Pokémon fangen willst, aber die Attacke deines Pokémon-Teams so stark sind, dass du sie immer gleich besiegst. Das hier ist der perfekte Lösung deines Problems. TM54 Trugschlag! Yes! Sehr schön, ich wusste, mit dem zu reden macht irgendwie Sinn. So oft du die Attacke Trugschlag auch anwendest, der Gegner wird geschädigt, aber niemals kampfunfähig. Ich verteile die TM gerade im Rahmen einer befristeten Kampagne, sie kostet dich also nichts. Nice! Ja, ich weiß, dass ich noch keine Orden habe. Deswegen, das wollte ich jetzt auch gerade gar nicht. Gucken wir mal, Trugschlag. Kannst nur du. Das kann nur der gute Bob. Jupp. Bob erlernt Trugschlag. Schön. Ich habe wahrscheinlich schon so viele TMs und sowas von den Leuten verpasst, die ich nicht angequatscht habe. Oh, das habe ich jetzt einfach geskippt. Ich weiß, ich kann die nochmal anquatschen, aber da habe ich ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Gibst du mir was? Dieser entschlossene Blick, diese geschmeidige Bewegung, diese gut trainierten Pokémon-Team. Du bist ganz klar ein talentierter Trainer. Nein, warte, sag jetzt nichts. Ich brauche dich nur anzuschauen. Ich bin mir sicher, dass du mit dieser VM sehr gut umgehen wirst. Kein Grund bescheiden zu sein. Hier, nimm sie. VM-Zerschneider. Ach, die kriegt man nur so beiläufig. Ein Pokémon, das die Attacke Zerschneider erlernt hat, kann damit Dornbüsche zerschneiden, vorausgesetzt, sein Trainer besitzt bereits den Steinorden. VM-Attacken können außerdem auch außerhalb eines Kampfes eingesetzt werden. Sehr schön. Dann haben wir gerade Zerschneider bekommen. Und nur Flemli kann Zerschneider lernen. Nein, ich bringe meinem Flemli nicht Zerschneider bei. Mein Papa hat dabei geholfen, Metaross City zu vergrößern, indem er sein Pokémon mit Zerschneider alle Bäume in der Gegend fällen ließ. Aber ich habe es mir irgendwie fast gedacht, weil hier die Zerschneiderbäume ringsrum um das Gebäude sind. Oh, wen haben wir denn? Hier, ein neues Gesicht in der Gegend. Du bist gerade in die Trainerschule gekommen? Bist du gerade in die Trainerschule gekommen? Nee, ich bin gerade in euer Gebäude gegangen. Und da ist eine Omi mit ihrem Eneko. Hier wohnen die Angestellten der Devon Corporation. Ich wollte eigentlich in die Devon Corporation selbst rein, aber quatschen wir mal mit den Leuten. Mein Vater hat eine hohe Stellung bei Devon, der von sozusagen ein Ass
Angestellter. Und deswegen bin ich natürlich ein Ass-Trainer. Ich schenke dir etwas, was so starke Trainer wie ich benutzen. Ein Leichtstein. Okay. Wenn du einem Pokémon einen Leichtstein zum Tragen gibst, halbiert sich sein Gewicht. Naja, vermutlich wirst du noch einige Zeit brauchen, um ihn richtig einsetzen, bevor du ihn richtig einsetzen kannst. Ein Leichtstein, davon habe ich noch nie gehört. Klingt interessant. Vor langer, langer Zeit war Devin eine kleine, überschaubare Firma. Und jetzt? Mein Papa arbeitet für die Corporation. Den hier hat mein Papa gemacht. Ich kann damit aber nichts anfangen, deswegen schenke ich ihn dir. Ein Premierball. Schön. Immer wieder gern gesehen. Dankeschön, Kleiner. Wow, ich werde hier mit Geschenken nur so überhäuft. Dabei bin ich ins falsche Gebäude gegangen. Was kriege ich erst, wenn ich ins richtige Gebäude gehe? Muah. Präsident der Devon Corporation sammelt leidenschaftlich gerne seltene Steine. Wenn mich nicht alles täuscht, sammelt der Sohn des Präsidenten auch seltene Steine. Auf zum Sohn, weil wenn der seltene Steine sammelt, kriegen wir von dem vielleicht Feuersteine oder sowas. Auch wenn ich jetzt nicht weiß, wofür ich einen Feuerstein oder sämtliche andere Evolutionssteine jetzt im Moment brauchen sollte. Ich glaube, keins meiner Pokémon braucht irgendwie einen Entwicklungsstein. Wenn mich nicht alles täuscht. Aber das kann es sehr gut tun. Die Kameraänderung war komisch. Hey, red mit mir. Hey, dieses Poké-Multi-Navi, das haben wir auch entwickelt. Ich freue mich immer, wenn ich jemanden treffe, der eines unserer Produkte benutzt. Ich hoffe, du wirst noch mehr von unseren Produkten kaufen, denn wir sind Devon. Wir sind überall. Hallo und willkommen in der Devon Corporation. Wir sind die stolzen Entwickler von Medizin und Items, die das Leben leichter machen. Medizin macht es nicht leichter. Medizin hilft dabei, das Leben weiterzuleben. Tut mir leid, aber nur autorisierte Personen haben hier Zutritt. Ich bin autorisiert. Ich bin nicht autorisiert. Ich muss echt erst die Arena machen. Habe ich das Gefühl. Hier, dieser Kameraskip. Bam! Der ist irgendwie komisch. Na dann, würde ich sagen, wen können wir denn gegen die Steine gut in den Kampf schicken? Ach, du hast nur Stachelfinale. Ah, du hast Lockduft der dazu bekommen. Ruckzuckieb. Du bist noch nicht so sehr nützlich. Tina ist jetzt auch nicht so. Eigentlich ist das wirklich ein Ding, was Jack jetzt nach Hause bringt. Gucken wir mal. Erste Arena. Oh, guten Tag. Ich bin ein... Du bist ein neuer Herausforderer, stimmt's? Ja, genau. Die Arenaleiterin fragt mich. Ich bin ein neuer Herausforderer, stimmt's? Ich bin die Arenaleiterin von Metaross City. Mein Name ist Felicia. Ich bin Arenaleiterin geworden, um das Wissen, das ich mir in der Trainerschule angeeignet habe, in der Praxis anwenden zu können. Wenn du mich in einem Pokémon-Kampf besiegst, übergebe ich dir einen Orden als Beweis deiner Stärke. Also, fordere mich heraus. Ich freue mich schon auf unseren Kampf. Bis dahin. Und tschö tschö. Nee, Moment, nee. Nicht bis dahin und tschö tschö. Hi, wie geht's? Das kommt jetzt etwas plötzlich, aber würdest du nicht gerne Champ werden? Ich bin zwar selbst kein Trainer, aber ich kann dir trotzdem nützliche Ratschläge geben. Also, abgemacht. Wir werden dich zum Champ machen. Als Trainer ist es dein Ziel, die Orden der Arena zu sammeln. Habe ich recht? Aber die Arenaleiter sind nicht gerade einfach zu besiegen. Und hier komme ich ins Spiel. Ich werde dir Tipps geben. Felicia, die Arenaleiterin hier, setzt Gesteins-Pokémon ein. Gesteins-Pokémon sind sehr zäh, haben aber gegen Wasser- und Pflanzenattacken keine Chance. Komm wieder, wenn du die Arenaleiterin besiegt hast. Hals- und Beinbruch. Danke. Du solltest uns Trainer aus der Arena nicht unterschätzen. Ich werde dir zeigen, warum. Ich werde dein schlimmster Albtraum. Oh, Teenager Gaston. Setzt einen Kleinstein ein. Warum war mir das klar? Gaston, mal wieder ein sehr schöner Name. Also dieses Spiel wirft mit tollen Namen nur so um sich. Und ich merke gerade, ich muss die Attacken mal ein bisschen anordnen. Na, natürlich hast du Robustheit. Klare Ding. Keine Sorge, Kleinstein. Kriegen wir auch noch weg. Flügelschlag. Bam. Weg damit. Das war's mit Kleinstein. Oh, ein weiteres Kleinstein. Wer hätte damit rechnen können? Das kommt jetzt so unerwartet. Oh mein Gott, ich bin so überrascht. Ich bin quasi geschockt. Oh,
Aua, das hat wehgetan. Ich habe keine Chance. Es sei denn, mein Vogel spuckt deinem Stein einfach mal ins Gesicht. Weggespült, würde ich sagen. Und Gaston wurde besiegt. Oh. Und Jack erreicht Level 12. Nice. Versucht Weißnebel zu lernen. Oh nee, Weißnebel brauche ich nicht. Und ich besiege Gaston. Ich hätte dich nicht unterschätzen dürfen. Yep. Genauso wie ich niemanden, der gegen mich antreten will, unterschätze. Ich könnte Leute unterschätzen, weil ich jetzt nicht gerade der schlimmste Spieler bin in Pokémon, aber ich tue es trotzdem nicht. Einfach, weil es bescheuert ist, Leute zu unterschätzen, die man nicht kennt. Oder auch generell Leute unterschätzen, ist bescheuert. Sie könnten einen immer überraschen. Lebensweisheit von HBK. Und jetzt lese ich vor. Wenn du es nicht mit mir aufnehmen kannst, hast du gegen Felicia erst recht keine Chance. Mein Vogel spuckt dir gleich ins Gesicht, Teenager Dominik, das ist wenigstens ein normaler Name. Und da ist ein kleiner Stein und Jack spuckt deinem kleinen Stein ins Gesicht. Ja, das macht er und gewinnen wirst du nicht. Und Robustheit hat es geschützt, doch gleich mit einem Flügelschlag ist es weg. Und du bist dann nichts weiter als ein Häufchen Dreck. Oh yeah! Kleinstein wurde gerade besiegt und der Kampf ist vorbei. Und jetzt kommt andere Musik und ich muss aufhören zu singen. Da da da, wow, du hast wirklich Talent. Ja, das habe ich. Und ich ziehe dir erstmal $160 ab, yo. Was ist das ganze Geld her? Hä? Hat dir das deine Arena-Leiterin zugesteckt? Damit du den ganzen Tag stehst, um von mir besiegt zu werden. Ha. Trottel. Ich werde dich die Stärken des zweitbesten Schülers dieser Trainerschule spüren lassen. Das hier ist nicht die Trainerschule. Das hier ist die Arena. Eine Herausforderung von Schulkind Ariane. Und sie setzt auch einen kleinen Stein ein. Ein Kleinstein ein. Ich habe da dreimal einen in einem Satz gesagt. Wow. So, Aquaknarre, aber wie ich mir denken kann, hat ein Kleinstein auch... Nein, ein Kleinstein ohne Robustheit. Nett. Und Ariane wurde besiegt. Enttäuschung pur, jetzt bin ich nur noch die Nummer 3. Wieso, bin ich jetzt automatisch auf Nummer 2 gerückt? Cool. Mein Gefühl hat mich nicht getäuscht. Ich war mir sicher, dass du und dein Pokémon-Team es bis hierher schaffen würdet. Dann zeig mir doch mal, welche Pokémon du ausgewählt und was für eine Taktik du dir zurechtgelegt hast. Da dam da dam. Versus Felicia! Und es geht um eine Herausforderung, Arena-Leiterin Felicia. Und sie setzt einen Kleinstein ein. Und es geht um den Felsorden. Nee, Felsorden war der in der ersten Gen. Gesteinsorden. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie der hier heißt. Der Bröckelorden. Keine Ahnung, der Bergorden? Bergorden wäre auch noch so ein Name. So, aber natürlich hat ein Kleinstein Robustheit. Daran habe ich gar nicht gezweifelt. Au! Nicht gut! Patricia, hast du eine Attacke, mit dem du das angreifen kannst? Rutenschlag, gesichtet, Tackle. Patricia! Ich hoffe, du bist schneller als dieses Kleinstein, aber das solltest du locker sein. Ach, ja, die Arenaleiter haben Tränke. Gut, mit Tackle kommen wir jetzt nicht viel weiter, habe ich das Gefühl. Aber du kannst das Ding erstmal in den Schlaf singen. Das war jetzt irgendwie unerwartet, dass sie direkt zum Anfang meinen Top-Player hier besiegen wird. Was die Arena angeht, meine ich jetzt nur. Shireen, du bist dran. Ah, natürlich wachst du jetzt auf. Oh, du kleine, miese... Bridge. Ach, fuck it. Doofes Kleinstein.
Machen wir mal erstmal einen Trugschlag. Gucken wir mal, das macht auch nicht viel aus. Und das war auch noch ein Volltreffer. Ey, der kann mit Felsgrab jetzt alles von mir wegbomben hier. Och nee. So, mit Prügler treffen wir jetzt viermal. 3, 4. Oh Mann, Felsgrab ist doof. Habe ich keinen? Ich habe keinen Beleber, ne? Oh Mann. No. Ich glaube, unser erster Kampf in einer Arena hier wird erstmal zur Niederlage. Denn nicht nur hat sie einen Kleinstein, die hat dann noch einen Nassgnet. Und ich glaube, das kann ziemlich böse werden. Ich hätte mir Beleber kaufen sollen. Scheiße. Ach du verfluchter Mist. Wir sind am Marsch. Wir sind sowas von am Marsch. Was du kannst, kann ich schon lange. Los, Bob, Härtner. Machen wir Wachstum. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie meinen Angriff erhöht oder so. Ich muss noch mal gucken. Angriff von Bob steigt. Spezial. Yes. Sehr gut. Mit erhöhten Angriffen könnte Bob das jetzt reißen. Wobei Kleinstein hat auch seine Defensive erhöht. Das nicht nur einmal. Ach, Mann, 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 Frau, Mann, 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 Bob, Bob, Bob. Das ist doch doof. Das ist echt blöd gelaufen. Mit Felsgrab habe ich jetzt nun überhaupt nicht gerechnet. Oh, Gottchen. Gut, aber ein Glück macht sie nochmal Einigler. Einigler. Ich habe immer Einigler gesagt, weil Baum. Weil Bob. Zweimal getroffen. Bob bei 153, genauso wie Patricia. Nassgnet, nein, ich möchte mein Pokémon nicht wechseln. Machen wir mal vorsichtshalber mal noch einen Härtner. Ah, das war ein Volltreffer. Okay, ich wollte gerade fragen. So, wir machen uns gegen das Vieh jetzt einfach. Nein, du sollst das doch nicht auch machen. Blöder Gegner. So, jetzt kann ich da nur mit Wachstum irgendwie dagegen halten. Das ist der Kampf der Statuswerte, habe ich das Gefühl. Bob, erhöhe deinen Angriff noch weiter. Du kannst es noch ein paar Mal machen. Wie gesagt, das bringt halt generell nichts. Weil das Gnet gleichzeitig seine Defensive erhöht hat. Guckt euch das an. Ich mache 1 KP Schaden pro Schlag. Oh Mann. Und mein Angriff ist schon erhöht. Ja, natürlich. Ich mache noch weiter, Härtner, damit mein Wachstum überhaupt nichts mehr bringt. Oh, wie doof ist das denn? Das ist doof, 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 wie doof, wie doof. Und sie hat garantiert dann sowieso noch einen Trank, wenn ich irgendwann mal ganz weit unten in den KP damit bin. Oh, diese Folge wird lang, einfach nur wegen diesem Stück Ende dieses Kampfes. Ah! Verdammt. Ja, so viel zu 20 Minuten Folgen, 20 Minuten am Arsch. Es werden wohl eher 30 oder 35 diesmal. Ja, das macht so gar keinen Schaden. Ja, Volltreffer mich doch nochmal, blödes Vieh. Es ist unglaublich, wie wenig Schaden das macht. Ich habe aber keinen Beleber. Oder ich bin blind und habe den Beleber übersehen und hätte den Kampf schon lange gewinnen können. Wenn ja, dann dürfte mich dafür in den Kommentaren flamen.
Da habt ihr jetzt offiziell die Erlaubnis zu. Nee, aber jetzt zu versuchen, noch weiter mit Wachstum irgendwie meine Werte zu erhöhen, das bringt ja nichts, weil er ja sowieso schon, glaube ich, an fast seiner Top-Angriff angelangt ist und halt das Gnet auf der anderen Seite ist ja auch so hoch geboostet. Das Einzige, was ich jetzt noch machen kann, ist zu hoffen, dass das Gnet mich nicht andauernd volltreffert. Was es ja die letzten paar Male schon ziemlich oft gemacht hat. Ich mach vorsichtshalber nochmal Wachstum. Weil ich würde Prügler sehr gerne noch weiter einsetzen, weil es wenigstens öfter trifft. Gucken wir mal, ob wir noch ein Wachstum raushauen können, aber ich habe es schon 6-mal eingesetzt. Ja. Bringt nichts mehr. Und da kam wieder ein Volltreffer von diesem blöden Nassgnet. Oh, ich mag dieses Pokémon nicht. Das ist für die erste Arena einfach mal so OP. Und dabei hatte ich eigentlich ein Wasser-Pokémon, was gut dagegen ist. Och man. Dann hat er auch noch, hatte Kleinstein davor auch noch Shireen gekillt. Ach, das ist doch so blöde. Weil mit Glut, glaube ich, hätten wir doch noch ein bisschen und Shireen hätten wir noch ein bisschen mehr ausrichten können, als nur hier die ganze Zeit Prügler drauf zu kloppen. Und guck mal, ich habe meinen Angriff schon maximiert und ich ziehe trotzdem immer nur irgendwie 1-2 KP ab. Ach man, das ist doch blöd. Und jetzt habe ich keinen Prügler mehr. Jetzt muss ich mit Trugschlag draufhauen. Oh nee! Da hat er mich schon wieder gevolltreffert. Beziehungsweise ich kann ja eine Dings, eine Beere einsetzen. Mit der ich dann eine Yogano-Beere, um ehrlich zu, um genau zu sein, nicht um ehrlich zu sein. Was laber ich denn da? Wir haben natürlich keine Yogano-Beere. Natürlich, wo sollen wir die jetzt auch schon hergenommen haben? Das Problem ist einfach nur, ich muss auf jeden Fall Pokémon zwischenzeitlich wechseln. Denn Trugschlag macht nur bis zu einem KP aus. So, er wird jetzt wahrscheinlich nochmal tackeln. Ich setze mal Tina ein. Und jetzt kommt er garantiert mit Steinwurf oder so einem Mist. Nee, jetzt kommt der Trank. Jetzt kommt kein Trank. Sie setzt keinen Trank mehr ein. Yes! Nassgnet wurde besiegt. Tina, sehr gut. Und du hast fast Level 11 erreicht. Aber wir besiegen Felicia. Da habe ich wohl verloren. Es gibt noch eine Menge zu lernen für mich. HBK gewinnt 1680 Pokédollar. Ach Gott. Herr Nalu, Bob entwickelt sich. Auf Level 14? Das ist ein echt ulkiges Level für eine Entwicklung. Aber Bob, du hast es dir redlich verdient. Glückwunsch, dein Bob wurde zu einem Blanass. Sehr gut. Versucht Rasierblatt zu erlernen. Aber sowas von darfst du das erlernen. Den Härtner werde ich jetzt nicht mehr brauchen. Verlernt Härtner und erlernt Rasierblatt. Dankeschön. Ich hätte Bob einfach ein Level weiter leveln müssen, dann wäre die Arena kein Problem gewesen. Ich verstehe schon. Die Regeln der Pokémon-Liga schreiben vor, dass Trainer, die einen Arenaleiter besiegt haben, das hier erhalten. Bitte nimm den offiziellen Steinorden der Pokémon-Liga an, ja. Glückwunsch, du hast den Steinorden. Oh yeah. HBK erhält den Steinorden von Felicia. Der Steinorden ermöglicht es dir, die VM-Zerschneider auch außerhalb eines Kampfes einzusetzen. Außerdem hören alle Pokémon bis Level 20 auf dich. Auch solche, die du von anderen erhalten hast. Und dies möchte ich dir auch noch geben. TM Felsgrab. Schöne Attacke. Die Attacke Felsgrab richtet nicht nur Schaden an, indem sie Anwender Steine auf das Ziel fallen lässt, sondern reduziert auch die Initiative des Gegners. Wenn du eine TM aktivierst, kannst du die Attacke im Handumdrehen einem Pokémon beibringen. TMs sind übrigens beliebig oft einsetzbar. Du kannst also nach Herzenslust herum experimentieren. Und das, finde ich, ist eine der besten Neuerungen in Generation 6 gewesen. In Pokémon Generation 6 mit X und Y. Nee, stimmt nicht. Das war schon in Generation 5 so. Platz da, aus dem Weg!
dass man TMs beliebig oft benutzen kann. Warte, warte doch, bitte. Du kannst doch nicht einfach meine Waren stehlen. Ah, okay, man muss die Arena schaffen, um das erst zu triggern. War ich mir nicht mehr ganz so sicher. So. Ich hoffe, jetzt können wir ganz entspannt ins Pokémon Center unsere Pokémon heilen. Yo, sehr gut. Joycy heilt unsere Pokémon. Und sie will ja nichts dafür haben. Vielen Dank für deine Geduld. Deine Pokémon sind wieder topfit. Hoffentlich kommst du bald wieder. So, jetzt werde ich aber nochmal was anderes gucken. Ich möchte nämlich gucken, ob wir unseren Blanas... Genau, unseren Blanas können wir jetzt nämlich Zerschneider beibringen. Wodurch Bob zu einem essentiellen Teil unseres Teams wird. Und nein, er wird kein sogenannter... VM-Sklave. Bob kriegt einfach eine VM beigebracht. Felsgrab. Oh, Shireen kann Felsgrab erlernen. Nein, nicht Bob. Weißt du was, Shireen? Das werde ich dir sogar beibringen. Yep. Yep. Was brauchen wir bei dir denn nicht mehr? Ich würde sagen, den Heuler. Schwupp. Shireen hat Heuler vergessen und er lernt Felsgrab. Sehr, sehr schön. Dann könnte ich noch unserem guten Wingull Widerhall beibringen. Aber das, nö, das diesmal nicht. An der Stelle würde ich dann nämlich erstmal sagen, wäre es das mit dieser Folge von Let's Play Pokémon Omega Rubin. Dankeschön fürs Zusehen. Ich bin HBK und sage mal Tschüss, bis dann.